Guten Abend. Ich bewundere Ihren Mut. Wie meinen Sie das? Dass Sie sich hertrauen. Bitte. Ich glaube, es wäre unhöflich gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre. Es hätte ja sein können, dass ein Rest von Schamgefühl Sie zurückhält. Sie hatten um das Gespräch gebeten. Wir gehen da rein. Trinken Sie etwas? Nein, danke. Weiß mein Mann, dass Sie mit mir verabredet sind? Ich habe es ihm erzählt. Sie haben keine Geheimnisse voreinander. Wie schön. Sie brauchen nicht zu stehen. Ich möchte gern meinen Mantel ausziehen. Bitte. Ist er in seinem Atelier? Ich glaube. Sie waren doch sicher gerade bei ihm. Wie heißt er? Legen Sie den Mantel auf den Sessel. Wie lange kennen Sie meinen Mann? Seit einem Jahr. Und seit wann schlafen Sie mit ihm? Ebenso lange, überflüssige Frage. Dass er sich kleine Mädchen nehmen darf, ist eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen uns. Der Herr braucht seine Eroberung, um seine mäßigen Erfolge als Künstler auszugleichen. Mir gefällt, was er malt. Sie verstehen etwas von Kunst? Nicht so viel wie Sie. Zu unseren Vereinbarungen gehört aber auch, dass er die Mädchen, die er sich ins Bett holt, früher oder später wieder dahin zurückbringt, wo er sie hergeholt hat. Bisher hat er sich daran gehalten. Nur bei Ihnen hat er das offensichtlich vergessen. Das passt mir nicht. Ich bin's. Wo kommst du her? Na, woher schon? Ja, aber du hast doch noch über ein Jahr.
Ja, ich bin getürmt. Hast du noch alle? Warum hast du mich nicht mehr besucht? Ich weiß nicht, es kam immer was dazwischen. Einmal im Monat? Ich habe gewartet und gewartet. Ich wäre ja auch wieder mal gekommen. Bestimmt. Und nicht mal meine Briefe hast du beantwortet. Bist du deswegen weg? Ach, das hält doch kein Mensch aus. Plötzlich kein Pieps mehr. Komm, lass das mal. Das geht nicht. Hast du Besuch? Verschwinde, wenn dich hier jemand sieht. Ein Kerl. Sei doch vernünftig. Bist du deswegen nicht mehr gekommen? Wer? Was ist denn? Ich hab dich was gefragt. Es war einfach alles zu viel für mich. Ich muss auch mal wieder leben. Du Dreckstück. Vera! Hau schon ab. Wir sprechen uns noch. Ich komm wieder. Wer war denn das? Ein Nachbar. Nachbar? Ja, es ist alles in Ordnung. Komm wieder rein. Er hat eine Schwäche für kleine Mädchen, die ihn anhimmeln. Die ihm sagen, wie bedeutend er ist. Haben Sie ihm nie gesagt, dass Sie ihn gut finden? Auf meine Art schon. Aber damit bin ich nicht angekommen. Er war auch nie ein Held für mich. Er war immer mehr ein... Aber das geht Sie nichts an. Sie wissen hoffentlich, dass er sich niemals von mir scheiden lassen wird. Das hat er mir von Anfang an gesagt, ja. Macht er Ihnen wenigstens ab und zu Geschenke? Ich habe Bilder von ihm. Das Medaillon stammt sicher auch von ihm. Ja. In Unkosten hat er sich damit nicht gerade gestürzt. Sein Foto ist drin, das genügt mir. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sie brauchen doch sicher Geld. Sie müssen hier nicht Ihren Stolz beweisen. Ich habe meinen schon längst abgelegt. Sie sind hübsch. Sie sind jung. Sie haben alles. Nur eins haben Sie nicht. Geld. Aber Sie sollten auch ein bisschen an Ihre Zukunft denken. Davor habe ich keine Angst. Ich gebe Ihnen, sagen wir, 50.000 Mark. Wofür? Ist das so schwer zu erraten? Dafür, dass Sie sich von ihm trennen. Bleiben Sie doch. 80.000. Das ist so niedrig, das ist so gemein. Und wenn ich Sie darum bitte? Sie sehen, ich habe wirklich keinen Stolz mehr. Geben Sie ihn auf. Ich brauche ihn. Sie tun mir sehr leid. In ein paar Jahren werden Sie für ihn reizlos sein, dann wird er Sie abschieben, wie alle seine Flittchen. Warum beleidigen Sie mich? Besonderes. Ich kann doch nichts dafür, dass er bei Ihnen nicht das findet, was er als Mann braucht. Ich kann Sie nicht aus seinem Bett prügeln, aber ich werde Ihnen das Leben schwer machen, das verspreche ich Ihnen. Sie sind so widerlich, alt und widerlich sind Sie. Sie Flittchen, Sie Flittchen! Das habe ich nicht gewollt. Bitte stehen Sie doch auf. Bitte stehen Sie doch auf! Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Was du? Lass mich rein. Hab ich gewusst, dass du kommst. Kam gerade im Radio durch, dass du abgehauen bist. Ich brauche ein paar Klamotten, sonst kriegen sie mich gleich wieder. Die kriege ich auf jeden Fall. Wo willst du eigentlich hin? Ich hab gedacht, dass du vielleicht... Nein, mit mir kannst du nicht rechnen. Ich hab genug am Hals. Am besten ist, du gehst wieder zurück. Ja, und sagst, ich werde eine Sicherung durch. Es tut dir leid, hm? Vera hat einen anderen. Was hast du erwartet? Dass sie trockene Brötchen kaut, jahrelang? Ich muss das in Ordnung bringen. Tu, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Es gab eine Zeit, da haben wir alles zusammen gemacht. Die Zeiten ändern sich. Ja. Was? Ach so, ja. Sag mal, du erinnerst dich doch an den Steinbruch da hinter Molzhofen, ne? Ja, und? Na ja, der ist im Frühjahr stillgelegt worden. Aber die Baracke steht noch. In dieser Jahreszeit ist doch weit und breit keiner. Wie soll ich da hinkommen? Das ist dein Problem. Hier. Ruhig. Ruhig, Liebling, ganz ruhig. Ist ja gut, ist ja alles gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wo? War sie gleich tot? Ja. Ich wollte aus dem Zimmer. Ich habe ihr einen Stoß gegeben. Du musst die Polizei anrufen. Davon wird sie nicht wieder lebendig. Ja, aber wir können sie doch nicht so liegen lassen. Hast du irgendjemand erzählt, dass du hier mit ihr verabredet warst? Nur dir. Hat dich jemand gesehen, als du hergekommen bist? Ich glaube nicht. Pass auf. Pass auf, tu jetzt. Tu, was ich dir sage. Geh in die Garage und hol ihren Wagen raus. Was hast du denn vor? Wir müssen die Spuren beseitigen. Ja, und dann? Komm, komm, tu, was ich dir sage.
Es wird wie ein Unfall aussehen. Ich hab Angst. Ach, du bist da. Wo ist Mama? Keine Ahnung. Ich hatte hier eine Verabredung mit ihr. Sie hat mir nichts gesagt. Warst du im Atelier? Ja. Ich habe zweimal bei dir angerufen. Es hat aber niemand abgenommen. Ja, ich war ein paar Mal draußen. Mein Wagen hat eine Macke. Das ist das erste Mal, dass sie eine Verabredung nicht einhält. Hast du mal nachgesehen, ob ihr Wagen in der Garage steht? Er ist weg. Hoffentlich hat sie nicht wieder getrunken. Sie trinkt erst, seitdem sie mit dir verheiratet ist. Was willst du denn damit sagen? Dass du sie fertig machst. Ja, pass auf, sei vorsichtig. Ja? Ich sehe doch, was mit ihr los ist. Sie lässt sich gehen, sie vernachlässigt ihren Betrieb. Er und hängt sie immerhin noch so viel ab, dass sie davon dein Apartment und deinen Wagen bezahlen kann. Das musst ausgerechnet du sagen. Dich hat doch nie was anderes interessiert als ihr Geld. Versuch's doch. Jens. Schade ist, die hätte was werden können, aber sie hat mit ihrer Affenliebe alles versorgt. Wo hast denn die Dinger her? Sag lieber, was du zahlst. Solche Geschäfte mache ich nicht mehr. Mensch, die Ware ist sauber, ist überhaupt kein Risiko für dich. Ja, pack's wieder ein. Gestern Nacht ist ein Wagen in den Steinbruch gestürzt. Muss oben von der Straße abgekommen sein. Lag eine Frau drin. Tot. Mann? Die Sachen habe ich ihr abgenommen. Mhm. Es war eine Handtasche dabei. Ausweis und Führerschein. Hier. Molands, Brigitte. Kann ich nicht brauchen. Für die Klunkern gebe ich dir, na, 500. Sie sind doch mindestens 10.000 wert. Sieh doch ein Blinder. Bitte? Wenn du jemanden hast, der dir so viel gibt. Einverstanden. Morgen, Liebling. Gott
Gott sei Dank, dass du da bist. Ich hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Jetzt frühstücken wir erstmal. Ich habe vorhin die Polizei angerufen und Vermisstenanzeige erstattet. Bist du sicher, dass wir das Richtige gemacht haben? Wir hatten keine Wahl. Und wenn ich ganz offen gesagt hätte, wie es gewesen ist? Nein. Dann hätte man gesagt, da ist ein Mann, der... Der hat eine Frau mit Geld und eine Geliebte. Und weil er die Geliebte nicht aufgeben, das Geld behalten wollte, musste die Frau dann glauben. Aber irgendwann werden sie doch finden. Aber es war ein Unfall. Komm, komm her. Es war ein Unfall. Du darfst nichts anderes mehr denken. Es war ein Unfall. Was willst denn du hier? Siehst du, ein paar Decken bringe ich dir. Das ist ja kein Abfriss hier. Das ist also der Wagen, was? Ja. Hat sich einer blicken lassen? Keiner. Okay. Hast du noch die Papiere von der Tante? Wieso? Gib sie mal her. Vorlesen. Seit Freitag, den 16., wird die 51-jährige Brigitte Moland vermisst. Frau Moland hat ihr Haus in München-Gräfelfing am späten Nachmittag verlassen. Seitdem ist sie nicht mehr gesehen worden. Frau Moland ist Mitinhaberin der Eufenberg-Pharmaziewerke. Hinweise über ihr Verbleiben und so weiter und so weiter. Ja, und? Eine Fantasie hast du ja noch nie gehabt. Verstehst du denn nicht, Mensch? Nee. Eine Frau wird vermisst, die einen Haufen Geld hat. Aber keiner hat eine Ahnung, dass die bereits tot ist. Das wissen nur wir beide. Nur du und ich. Wenn sie tot wäre. Wir haben mal darüber gesprochen. Wenn sie tot wäre, wie wir dann ohne Sorgen zusammenleben könnten. Ja. Wir haben nie an sowas gedacht. Sie hat mir leid getan. Ich bin ja nicht bloß bei ihr geblieben, weil sie Geld hatte. Sie hat ihr Leben lang Pech gehabt. Mit ihren Eltern, mit ihren Männern. Vielleicht hast du sie doch geliebt. Manchmal merkt man sowas erst, wenn es zu spät ist. Was wirklich? Nur ein Versehen? Ich war sicher, dass du das einmal fragen würdest. Entschuldige, es war dumm von mir. Ja?
Wer ist da? Ja, aber wieso? Ah, jetzt verstehe ich. Ja, verstehe. Okay, sofort. Was ist denn? Polizei ist bei mir. Muss gehen. Also, am Freitagvormittag haben Sie ein Telefongespräch mit Ihrer Mutter gehabt und da hat sie Ihnen gesagt, Sie möchten zu ihr kommen. Sie wollte etwas mit mir besprechen. Ja, Köster, die Anschlüsse sind fertig. Ja, danke schön. Habt ihr es alle durchprobiert? Ja, selbstverständlich. Danke. Aber 1 bis 2 Stunden vor diesem Verabredungstermin ist sie weggefahren mit ihrem Wagen. Tja, also, wenn sie plötzlich weggemusst hätte, hätte sie mir bestimmt vorher Bescheid gesagt. Sie war in solchen Dingen äußerst korrekt. Herr Moland ist da. Ja, bitte. Haben Sie eine eigene Wohnung? Ja, hier in der Nähe. Das ist Herr Köster. Guten Tag, Herr Moland. Guten Tag, was ist denn hier los? Die Kollegen bauen Fangschaltungen und Abhöranlagen ein. Vor 2 Stunden ist hier ein Brief angekommen, ein Eilbrief. Ihr Stiefsohn hat ihn in Empfang genommen, hat ihn geöffnet. Und wir müssen ihn ernst nehmen, den Brief. Entführt? Meine Frau ist entführt worden? Kennen Sie diese Uhr? Ja, sie gehört meiner Frau. Die wurde zusammen mit dem Personalausweis als Beweisstück mitgeschickt. Die Höhe des Lösegelds und den Ort der Übergabe wollen die Entführer dann telefonisch bekannt geben. Ja, aber hier steht auf keinen Fall Polizei einschalten. Naja, Ihr Stiefsohn hat uns trotzdem benachrichtigt und das finde ich auch gut so. Wir haben für solche Fälle eine ganze Reihe von Maßnahmen vorbereitet. Ich würde Sie bitten, sich genau an unsere Anweisungen zu halten. Einer von Ihnen muss dauernd hier im Hause sein, wegen des Telefons. Und wir werden inzwischen alles tun, um Ihre Frau und Ihre Mutter wieder zu Ihnen zurückzubringen. Morgen, Vera. Was willst du? Mit dir sprechen. Ich muss ins Geschäft. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Ich hau ab, schon übermorgen. Du kommst mit. Lass mich. Ich muss gehen. Ich will ein ganz großes Ding laufen. Das bringt mindestens 1 Million. Das interessiert mich nicht mehr. Mensch, wenn du hörst, was das für eine Sache ist. Eine Frau mit Geld. Lass mich los. Ich muss gehen. Verschwinde. Der andere, hä? Ist schon voll auf ihn eingestiegen. Der steckt nicht im Dreck wie du und deine Freunde. Pass auf. So einfach ist das nicht. Ich hab Rechte. Du hast gar nichts. Du bist gestorben für mich schon lange. Mensch, wir können uns doch wieder aneinander gewöhnen. Stimmt. Es war doch mal ganz toll zwischen uns. Es war immer ein Krampf. Ich kann auch anders. Wenn du so nicht kommst, hol ich dich. Verlass dich drauf! Sag mal, wie ist denn das möglich? Jemand muss sie gefunden haben und hatte dann den Ausweis und die Armbanduhr abgenommen. Und was sollen wir jetzt machen? Das Spiel mitspielen. Ja, und? Auf alles eingehen, das Lösegeld zahlen und warten, dass sie freigelassen werden. Und wenn die Polizei sie findet? Dann ist sie von ihren Entführern umgebracht worden. Verstehst du nicht? Das Ganze ist die Chance für uns. Ja, und wenn das nur eine Falle ist? Ich meine, wenn die Polizei das Ganze inszeniert und uns hier wirklich zu... Mach dich verrückt, Liebling. Mach dir keine Gedanken, es wird alles gut. Es gibt nicht den geringsten Beweis gegen uns. Nehmen Sie ab. Moland? Ja, ich kann Sie verstehen. Ihrer Frau geht's gut. Sie hofft, dass sie bald nach Hause kann. Aber das hängt von Ihnen ab. Wir verlangen 1,5 Millionen. Und zwar die Hälfte in 100ern, die andere Hälfte in 50ern, 20ern und 10ern. Aber alles gebrauchte Scheine, verstanden?
Das Geld muss bis übermorgen Mittag um 12 Uhr bereit liegen. Sie kriegen dann noch Bescheid, wie Sie es verpacken und wo Sie es hinbringen sollen. Ich werde tun, was Sie sagen. Bitte sagen Sie das auch meiner Frau. Die Polizei wird nicht eingeschaltet. Darauf können Sie sich verlassen. Und noch etwas. Ich brauche einen Beweis. Einen Beweis, dass meine Frau noch am Leben ist. Ich meine, wenn sie selber mit mir telefonieren könnte. Die Bedingungen stellen wir. Besorgen Sie das Geld und verhalten Sie sich ruhig. Ende. Das Gespräch kam aus seiner Telefonzelle am Stiegelmeierplatz. Ja, haben Sie denn keine Anhaltspunkte, keine Spurköster? Nein! Nein! Auf der Armbanduhr, dem Erpresserbrief und dem Personalausweis waren keine Fingerabdrücke. Der Ehemann und der Sohn der Entführten haben keinerlei verdächtige Personen bemerkt. Die Bewohner der benachbarten Häuser ebenfalls. Ja, das weiß ich selber, Köster. Wenn Sie es wissen, warum erzähle ich es? Ja, also bitte, Köster, fahren Sie mal. Frau Moland könnte mit einem fingierten Telefonanruf aus dem Haus gelockt worden sein, aber das ist nur eine Vermutung. Im Übrigen ist der Fall neu. Finden ja, Sie natürlich, Köster. Meistens suchen sich Entführer ihre Opfer aus einem prominenten Personenkreis, dessen Reichtum in der Öffentlichkeit bekannt ist. Frau Moland hat zwar eine Menge Geld, aber sie lebt zurückgezogen, unauffällig, ohne ihren Wohlstand zur Schau zu stellen. Man muss sich wirklich fragen, warum die Entführer gerade diese Frau ausgesucht haben. Also Sie meinen, sie müssen sie gekannt haben? Ja, oder sie haben von irgendwoher einen Tipp bekommen. Merkt ihr die Stelle? In einer halben Stunde holst du mich hier wieder ab. Sei vorsichtig! Fahr los! Und? Alles bestens. Was hast du denn im Fotoapparat? Zum Fotografieren. Ich habe eine Anzeige zu machen. Vera Olsen. Ich werde von einem Mann bedroht. Rudolf Gunkel. Er ist vor 3 Tagen aus der Haftanstalt ausgebrochen. Er steckt in einer Sache drin, einer Kriminellen. Ja, er sagt etwas von einer Frau. Einer Frau mit Geld. Es soll um Millionen gehen. Ja, bevor er verschwindet, will er mich holen. Götzmannweg 14. Siedlung Mosach. Danke. Ist das Ihre Mutter? Ja. Aber das ist nicht Ihre Brille. Ja, anscheinend sind die Gläser geschwärzt worden. Warum? Wahrscheinlich soll sie nicht sehen, wo sie sich befindet. Wissen Sie, wo Ihr Vater ist? Mein Stiefvater. Entschuldigung. In seinem Atelier wahrscheinlich. Auf jeden Fall wird er mit seiner Geliebten zusammen sein, wie immer. Könnten Sie uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Guten Tag. Guten Tag. Frau Olsen? Ja. Sie können Angaben über den Aufenthalt des Flüchtigen Rudolf Gunkel machen. Ich weiß nur, dass er wiederkommen wird. Sie haben erwähnt, dass Gunkel in eine kriminelle Sache verwickelt ist. Ja, er hat gesagt, es geht um Millionen. Eine Frau soll dabei eine Rolle spielen. Mhm, eine Frau mit Geld.
Würden Sie uns bitte ins Präsidium begleiten? Ja, aber wieso? Wir möchten Ihnen ein Telefongespräch vorspielen, das wir aufgenommen haben. Vielleicht erkennen Sie eine der Stimmen wieder. Bekommen Sie die geforderte Summe zusammen? Ja, die Bank meiner Frau gibt einen Kredit. Das Geld wird morgen früh hier sein. Wie lange sind Sie schon verheiratet? 6 Jahre. Und für Ihre Frau ist es die zweite Ehe? Ja, ihr Mann ist, ihr erster Mann ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Es war vor 10 Jahren. Die Vermögenslage Ihrer Frau erlaubt Ihnen frei und ohne Sorgen künstlerisch zu arbeiten, nicht wahr? Sie wollen sagen, dass ich von meiner Frau abhängig bin. Das stimmt, aber sie ist ebenso abhängig von mir. Auf andere Art, wir brauchen uns beide. Und Sie haben eine Freundin? Ja, und meine Frau weiß davon. Können Sie sich vorstellen, dass die Entführer aus Ihrem eigenen oder aus dem Bekanntenkreis Ihrer Frau kommen? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Mensch sowas fertig kriegt. Oh, Menschen kriegen vieles fertig. Sogar Menschen, von denen man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, jetzt werde ich Sie in Ruhe lassen, Herr Mulland. Ach, mir ist da noch was eingefallen. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Sagen Sie mir es. Am Tag der Entführung bin ich mittags zu Hause gewesen. Als ich gegen 2 Uhr ins Atelier zurückfuhr, da habe ich an der Ecke 2 Männer stehen sehen, neben meinem Wagen, einem gelben Kombi. Es sah aus, als würden sie die Straße beobachten. Können Sie die beschreiben? Beide waren ungefähr gleich groß, etwa mittelgroß, circa 1,75. Der eine war etwa 35, dunkelblondes Haar, etwas gelockt. Er hatte eine kurze, olivfarbene Jacke, so wie ein Parka. Der andere hat einen grünen Lodenmantel, war etwas älter, etwa Mitte 40. Dunkles Haar, eine scharfe Nase und kantige Gesichtszüge. Sie haben aber ein gutes Personengedächtnis. Das ist eine Berufskrankheit, ich bin Maler. Das ist einleuchtend. Und? Wo sollen Sie das Geld hinbringen? Stell dir vor, hier ein Fluss, mit einer riesen Sandbank. Dann ein Streifen Wald, dann eben die Straße. Ich stehe hier, warte. Das Geld kommt, sause ich ab, tauche im Verkehr unter. Und wie soll das Geld gebracht werden? Von oben. Von oben? Ja. Mit dem Hubschrauber. Genau. Wir telefonieren in regelmäßigen Abständen mit dem Flugplatz. Und der Flugplatz funkt unsere Anweisungen an den Piloten. Verstanden? Ich schreibe alles mit. Das ist der Sohn. Nach dem Geldabwurf wird der Hubschrauber zum Flugplatz zurückkehren. Alles klar? Alles klar. Ende. Und das sind unsere Verdächtigen. Rudolf Gunkel und Gerd Winzer. Vorbestraft wegen Hehlerei, Diebstahl, Raubüberfall. Die sind seit 10 Jahren miteinander befreundet. Gunkel ist vor 4 Tagen getürmt. Bitte? Verzeihung, Herr Gunkel hat sich vor 4 Tagen durch Flucht der Haftstrafe entzogen. Eben. Seine ehemalige Verlobte hat Winzer als Anrufer identifiziert. Das Aussehen der beiden deckt sich auch mit der Beschreibung, die der Ehemann der Entführten von 2 Verdächtigen gemacht hat. Und Winzer fährt auf den gelben Kombi, den der Ehemann gesehen hat. Ja, meine Herren, wie ist denn nun der Stand der Fahndung? Herr Meier. Gunkel ist untergetaucht. Winzer hat sich mit unbekanntem Ziel aus seiner Wohnung entfernt. Na bitte. Also hier ist der Flugplatz, nicht? Punkt 16 Uhr rufst du zum ersten Mal an. Gibt's das Startkommando? Die erste Flugrichtung, Südwesten. Hier. Ja. Ich hab dir das genau aufgeschrieben, was du dann sagst. Genau 10 Minuten später rufst du wieder an. Gibt's Kursänderungen Richtung Süden. Um 16.20 Uhr noch einmal. Neue Kursänderung Richtung Osten, Wolfratshausen. Gegen 16.30 Uhr müssten Sie dann am Ziel sein. Aber du fährst jedes Mal zu einer anderen Telefonzelle, klar? Klar. Okay. Erst 1 Uhr. Wir treffen uns dann? Treffpunkt ist dann in Eckenthal, das ist hier. Gasthof zur Post um 21 Uhr, klar?
Und wenn du nicht kommst? Wie meinst du das? Wenn du vergisst, dass wir teilen wollen. Du wirst doch nicht glauben, dass ich das riskiere. Du würdest mich doch ohne jede Hemmung verpfeifen. Genau. Die Nummern der Geldscheine sind registriert. Herr Molland, sind Sie schon mal Hubschrauber geflogen? Nein, noch nie. Also wir haben einen sehr erfahrenen Hubschrauberpiloten, den Herrn Sommer. Auf den können Sie sich voll verlassen. Danke. Wir haben im Umkreis von 60 Kilometer sämtliche Polizeidienststellen in Alarmbereitschaft versetzt. Trotzdem wird die Verfolgung schwer sein, denn wir werden ja den Abwurfplatz erst in letzter Minute erfahren. Wann wird meine Mutter frei sein? Mit der Geldübergabe ist die Forderung der Entführer ja erfüllt. Ich nehme an, Sie werden uns einige Zeit danach den Aufenthaltsort Ihrer Mutter mitteilen. Meiner Mutter wird doch nichts passiert sein, oder? Wir kennen die Täter. Sie sind nicht ungefährlich, aber ein Verbrechen gegen das Leben Ihrer Mutter glaube ich nicht. Traue ich Ihnen nicht zu. So, Uhrenvergleich. 15.20 Uhr. 15.20 Uhr. Okay. Okay. Sie bitte. Danke für alles. Guten Flug, Herr Molland. Ziehen. Hier die Flugleitung, bitte. Okay. Haben Ramsach erreicht. Kreisen, bis wir neue Anweisungen bekommen. Verstanden. Wie spät ist denn jetzt? 16.12 Uhr. Achte darauf, dass die Leitungen frei bleiben, ja? Wo liegt denn der? Ich glaube am Südrand Ammersee. Okay.
Ja, sehr gut. Maschine fliegt bis Wolfratshausen. Dann Isar nördlich Richtung Schäftlar. Wenn Rauchzeichen kommt, runtergehen und abwerfen. Ich wiederhole. Nach Wolfratshausen, die Isar nördlich, Richtung Schäftlarn. Bis zum Rauchzeichen. Ende. Jetzt lass die Fahndung anlaufen. Da drüben. Okay. An Flugleitung. Rauchzeichen 500 Meter. Ich gehe jetzt auf 50 Fuß. Köster! Ja, wo bleibt denn nun Ihr Bericht? Herr Millinger, Sie haben den Bericht morgen früh auf dem Schreibtisch. Was mich angeht, ich bin bereits beim nächsten Fall. Gute Nacht, Herr Millinger. Gute Nacht, Köster! Hört den Namen. Jetzt packen Sie mal aus. Na los! Die Hütte ist eine Zeit lang bewohnt worden. Sicher die Spur, ne? Okay. Vermutlich ist sie schon seit ein paar Tagen tot. Die medizinische Untersuchung, die wird noch präzisere Ergebnisse bringen. Die Mörder sind gefasst? Ja, die haben wir gefasst. Den ersten bei seiner Verlobten, den zweiten in einem Gasthaus, wo er auf den ersten gewartet hat. Lösegeld haben wir ihn abgenommen und sichergestellt. Köster? Ja? Ja, gut, danke. Herr Moland, wir werden erwartet. Na, sind die beiden dabei? Ja, beide. Alle beide. Ja. Gut, dann kommen Sie. Am 28. Vormittag sind Sie beim Arbeitseinsatz geflitzt. Ja. Ja, und am Abend desselben Tages ist die Frau Moland entführt worden. Ich wollte zu meiner Freundin. Ich wollte mit ihr reden. Ihre Freundin hatte Sie wochenlang nicht besucht. Die wollte doch nichts mehr von Ihnen wissen. Wo haben Sie Frau Moland in Ihre Gewalt gebracht? Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es eine Frau Moland gibt. Wo haben Sie die Frau nach der Entführung versteckt? Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war sie tot. Was haben Sie denn dann am 28. Nachmittags in der Straße gemacht, wo das Haus von Frau Moland steht? Ich war nicht in der Straße. Ich kenne die Gegend überhaupt nicht.
Moment, mein Lieber, der Ehemann, der entführten, hat sie aber gesehen. Er hat sie und Herrn Winzer beschrieben. Und eben bei der Gegenüberstellung hat er sie beide wiedererkannt. Es gibt doch Verwechslungen, oder? Er hat auch den Wagen beschrieben, mit dem Sie gekommen sind. Den gelben Kombi von Ihrem Freund Winzer. Chef, kommen Sie mal. Ja. Wir haben immer noch unsere Märchenstunde. Erzählen Sie mal. Und zwar von vorne. Ja. Gunkel hat mir da was von einem Wagen erzählt, der verunglückt ist. Runtergestürzt von der Straße in Steinbruch. Bin ich eben hingefahren, um zu gucken. Und da haben Sie geguckt und da war sie tot? Genau. Mhm. Wann war denn das? War vor 4 Tagen. Mein lieber Herr Winzer, ich glaube schon, dass der Wagen in den Steinbruch gestürzt ist. Aber Sie haben ihn stürzen lassen, damit er verschwindet. Und ich glaube Ihnen auch, dass die Frau Moland hinter dem Steuer gesessen hat. Aber die war schon tot. Ermordet. Von Ihnen. Nein, das stimmt nicht. Wir haben die nicht ermordet. Die Geschichte mit der Entführung haben wir uns doch alles nur ausgedacht. Da müssen Sie sich aber was Besseres ausdenken. Die Beweise sind eindeutig. Bitte. Ich möchte nichts von dem, was ihr gehört habt. Was wir beide haben, genügt mir. Hast immer noch Angst vor ihr? Sie war sehr stark. Viel stärker als ich. Sie hat ihr Leben lang unter der Vorstellung gelitten, dass plötzlich alles aus sein könnte. Sie alles verlieren könnte. Ihren Sohn, ihr Vermögen, mich. Fahren wir weg, irgendwohin weit weg. Woher weißt du eigentlich, dass du mich nach einiger Zeit nicht genauso satt haben wirst wie die anderen Mädchen? Das liegt alles weit zurück. Ich will nur dich. Ohne dich hätte ich die ganze Sache, glaube ich, nicht durchgestanden. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Guten Abend. Oh, guten Abend. Ich habe bei Ihnen zu Hause angerufen und Ihr Stiefsohn sagte mir, Sie wären wahrscheinlich hier in Ihrem Stammlokal. Darf ich mich einen Moment zu Ihnen setzen? Aber bitte sehr. Köster ist mein Name. Ja. Herr Moland hat mir von Ihnen erzählt. Ja, bringen Sie mir ein Bier, ja? Danke. Sie haben schlimme Tage hinter sich. Und Sie sind froh, wenn Sie von der ganzen Sache nichts mehr hören müssen. Aber ich muss Ihnen ein paar Fotos zeigen. Fotos, die ich vor einer Stunde bekommen habe. So haben wir Ihre Frau gefunden. Und so lag sie auf dem Obduktionstisch. Ihre rechte Hand war zur Faust geballt. Aber die Leichenstarre hatte den Körper schon verlassen. Und so konnten wir die Hand ohne Gewalt aufmachen. Es war, als ob die Tote uns etwas sagen wollte. Das ist ihr Bild
Und da steht in Liebe für Jutta. Das ist ihr Medaillon. So. Und jetzt erzählen Sie mir alles. Alles. Von Anfang an.